Deutschlands derzeit bekanntester Legionellenherd, das Donaucenter in Neu-Ulm. Friedrich Meyer-Reiter ist einer der rund 500 Bewohner, die seit Dezember 2012 nicht mehr duschen sollen. Erfahren habe ich über den Rundfunk davon. Ich war zu diesem Zeitpunkt unterwegs. Als ich nach Hause kam, fand ich im Briefkasten ein Schreiben eines Eigentümers. In diesem Schreiben wurde darauf hingewiesen, dass sich hohe Belastungswerte mit Legionellen in der Wasserversorgung gefunden hätten. Danach Duschverbot. Legionellen, eine für die Bewohner unsichtbare Gefahr. Bakterien, die sich in den Rohrleitungen des Gebäudes breit gemacht haben. Das bloße Aufdrehen eines Wasserhahns ist ungefährlich. Doch beim Duschen werden die Erreger im Sprühnebel freigesetzt, können in die Lunge gelangen. Dort können sie die im Ernstfall tödliche Legionärskrankheit auslösen. Wir sitzen in der Warteschleife. Die Mieter haben auch keine Information, was wirklich geschieht. Genau genommen ist nichts passiert. Man hat legionellen Duschköpfe angeboten. Aber ansonsten die vage Voraussicht, dass vielleicht 2013 oder in einem Jahr danach hier eine Verbesserung eintritt. In der Apotheke des Wohnkomplexes gibt es die speziell gefilterten legionellen Duschköpfe zu kaufen. Da der Filter jeden Monat gewechselt werden muss, entstehen für jeden Benutzer aber Kosten von monatlich 60 Euro. Jochen Sporhahn von der Eigentümergemeinschaft erklärt, einen Termin für eine Sanierung gibt es immer noch nicht. Die langfristige Sanierung, da sind wir gerade in Gesprächen mit Ingenieurbüros, was machbar ist, was wir tun können. Und sobald dort die Beschlüsse gefasst sind, wird dann eine Sanierung eingeleitet. Das wird aber wahrscheinlich noch bis mindestens nächstes Jahr werden, bis die Sanierung abgeschlossen sein wird. Friedrich Meyer-Reiter geht das nicht schnell genug. Als ehemaliger Strafverteidiger nimmt er die Dinge selbst in die Hand und erstattet Anzeige gegen die Eigentümergemeinschaft. Wenn man sich überlegt, dass Legionellen ja nicht ganz ungefährlich sind, dann musste irgendwas passieren. Und nachdem weder die Hausverwaltung noch die Eigentümergemeinschaft etwas macht, ging es mir darum, das gebe ich auch ganz gerne zu, Druck zu erzeugen. Und diesen Druck werden wir auch aufrechterhalten. Legionellenbefall wie im Donaucenter könnte schon bald an der Tagesordnung sein. Grund? Bis Ende 2013 soll laut der neuen deutschen Trinkwasserverordnung in allen Wohnanlagen nach den gefährlichen Bakterien gesucht werden. Und das ist auch dringend notwendig, meint der Hygieneexperte Professor Martin Exner aus Bonn. Das Problem ergibt sich insbesondere dann, wenn es Großgebäude sind mit sehr vielen Wohnparteien. Wir können nicht ausschließen, dass es häufiger zu solchen Befunden kommen wird, da wir ja jetzt erst beginnen, diese Gebäude systematisch zu untersuchen. Legionellen verursachen jetzt schon bis zu 30.000 Lungenentzündungen im Jahr. Die größte Krankheitswelle mit 5 Toten und 64 Infizierten gab es 2010. Hier nur einen Steinwurf vom Donaucenter entfernt. Infektionsherd, eine Kühlanlage in der Nähe des Ulmer Hauptbahnhofs. Offenbar wurden die Bakterien in einer Wolke im Stadtgebiet verteilt. Ein bisher beispielloser Einzelfall. Im Labor der Bonner Uniklinik wird Trinkwasser auf Legionellen untersucht. Entscheidend ist die Anzahl der Legionellenkolonien in 100 Millilitern Wasser. Bei einem Wert von über 10.000 wird meist die Nutzung der Wasseranlage verboten. Im Donaucenter waren es 15.000. Doch am Duschverbot sind nicht nur marode Leitungen schuld. Auch die Mieter tragen eine Mitverantwortung. Die Verantwortung des Mieters ist, dass er sicherstellen muss, dass er durch gutes Spülen und Benutzen des Wassers nicht zu längeren Stagnationsperioden mit beiträgt, in denen sich natürlich solche Mikroorganismen dann wiederum vermehren könnte. Tatsächlich bleibt in vielen Haushalten immer öfter der Wasserhahn zu. Wurden 1991 noch 144 Liter Wasser pro Kopf verbraucht, waren es 2010 nur noch 121. Installateure bekommen die Folgen dieses Wassersparens zu Gesicht, wenn sie die Rohrsysteme ausspülen. Originalfotos aus deutschen Haushalten zeigen gelöste Masse aus den Rohren, die die Bewohner ohne es zu wissen jahrelang entweder getrunken oder beim Duschen eingeatmet hatten. Es fällt daher nicht schwer, dem Rat des Hygieneexperten Professor Martin Exner zu folgen. Man sollte nicht genutzte Leitungsstrecken mindestens einmal die Woche mal kräftig durchspülen.
Man sollte dran denken, wenn man in Urlaub fährt, je nach Länge des Urlaubs über 4 Wochen, dass man dann die Leitungen absperrt und dann, wenn man wieder zurückkehrt, wiederum kräftig das System durchspült. Zurück im Donaucenter. Eine weitere Ursache für den Legionellenbefall ist die Wassertemperatur. Mieter Friedrich Meyer-Reiter misst in der Küche. Egal, ob er warm oder kalt aufdreht, es kommt einfach immer nur lauwarmes Wasser. Ich wohne hier im 11. Stock und seit langer, langer Zeit, nämlich fast 2 Jahren, stelle ich fest, dass das warme Wasser teilweise nicht richtig warm ist und vor allen Dingen in der Küche das kalte Wasser richtig warm ist. Wenn Sie da einen Feldsalat waschen, klappt er Ihnen schlicht zusammen. Kaltes Wasser kommt bei ihm mit 29 Grad an, warmes Wasser mit knapp 53 Grad. Das ist durchaus kein Einzelfall, eher die Regel. Trinkwasseranalytiker wie Michael Zeisel, die jetzt unsere Wohnhäuser auf Legionellen überprüfen, finden vor allem zu niedrige Warmwassertemperaturen immer häufiger vor. 55 Grad sind empfohlen, doch die werden dann nicht erreicht, wenn Fehler bei der Erhitzung des Trinkwassers oder der Isolierung der Rohre gemacht werden. Oft ist Sparzwang der Grund. Doch viele Eigentümer nehmen das Legionellenproblem offenbar noch nicht ernst genug. Teilweise aus Unwissenheit, manch einer meint es auch besser zu wissen. Wir wissen ganz genau, dass wir dann auch im Rücklauf definitiv eine Temperatur von 55 Grad haben müssen. Sonst haben wir in den Rohrleitungen Stagnationswässer, zu starke Temperaturschwankungen und Legionellenbrut ist definitiv vorprogrammiert. Die erste Maßnahme ist meist eine Desinfektion. Dabei wird mit 70 Grad durchgespült oder eine Chemikalie, meist Wasserstoffperoxid, eingefüllt. Für Hauseigentümer fallen im Schnitt Kosten in Höhe von 5.000 Euro pro Wasseranlage an. Bei Mietwohnungen ist rechtlich noch unklar, wer diese Kosten tragen muss. Und es gibt ein weiteres Problem. Dieses Verfahren hat seine Grenzen. Es ist jetzt hier in dem Fall, wie wir es hier eingesetzt hat, nur dafür da, direkt die Gefahr abzuwehren. Wenn man nicht maßgebliche Veränderungen an der Anlage selbst durchführt, technische Veränderungen macht, wird die Legionelle wiederkommen. Und das kann kürzer oder auch länger sein. Auf jeden Fall reicht diese Maßnahme nicht aus. Doch auch die Rohre im gigantischen Donaucenter werden jetzt vorerst nur mit Chemikalien gereinigt. Auf einen Zeitpunkt für die dringend notwendige Modernisierung warten die Bewohner bislang immer noch. Duschverbot besteht bis auf Weiteres.